Was ist überhaupt eine Wallbox und weswegen ist sie essentiell wichtig für erneuerbare Energien und die Anwendung mit E-Mobilität? Zusätzlich erfahrt ihr auch noch mal ein paar Tipps, worauf ihr speziell in Kombination mit einer Photovoltaikanlage achten solltet. Was ist überhaupt eine Wallbox? Und im Endeffekt ist das Gerät relativ simpel. Es dient der Beladung eures E-Autos oder Hybridfahrzeuges ganz einfach über euer Hausstromnetz. Und im Gegensatz zu einer herkömmlichen Steckdose funktioniert das Ganze über eine Wallbox für gewöhnlich deutlich schneller. Hier gibt es nämlich unterschiedliche Größenordnungen. Kommen wir einmal auf die Wallbox-Größen zu sprechen. Und hier hat sich bis heute immer noch die 11 kW-Variante durchgesetzt. Warum ausgerechnet 11 kW? Weil wir bis zu dieser Größe keine extra Genehmigung vom Netzbetreiber benötigen. Denn die nächsthöhere Variante, das ist dann meistens die 22 kW, ist dann genehmigungspflichtig, heißt mit einem zusätzlichen Antrag verbunden und hier deutlich mehr bürokratischem Aufwand. Das haben wir bei der 11 kW-Variante nicht. Diese muss aber dennoch beim Netzbetreiber angemeldet werden. Es gibt aber auch noch kleinere Versionen, kann man auch installieren, wenn einem diese ausreicht und einfach man da ein besseres Angebot erhält. Wie erfolgt der Anschluss einer Wallbox? Dieser erfolgt in der Regel immer in eurem aktuellen Zählerschrank, denn wir sprechen hier von Leistungen in der Regel von knapp 11 kW und dementsprechend deutlich höheren Strömen als bei einer Steckdose. Das Ganze wird dort im Zählerschrank separat abgesichert und bekommt meistens eine eigene Leitung. Oder wie hier könnt ihr auch zum Beispiel vorhandenen Kraftstrom nutzen, wenn ihr im Zählerschrank über eine ausreichende Absicherung verfügt. Welche Funktionsunterschiede gibt es ansonsten? Wir haben einmal Wallboxen, welche überhaupt nicht steuerbar sind. Das heißt, diese haben keine WLAN-Funktion, keine Bluetooth-Funktion und nichts. Diese würden also immer mit der Leistung, die vorher installiert wurde, das E-Auto aufladen. Grundsätzlich die letzten Jahre ausreichend. Mittlerweile ist aber der Trend zu entsprechend intelligenten Wallboxen und diese werden dann entsprechend über WLAN eingebunden oder per Datenkabel zum Beispiel mit eurer Photovoltaikanlage. Und hier entstehen jetzt die ersten Unterschiede. Und zwar gibt es jetzt die ersten Funktionen, welche wir dann über eine App entsprechend einrichten können. Das heißt, jetzt ist es möglich, auch mit einer Ladeleistung, die wir vorher definieren, das E-Auto zu beladen und somit nicht einfach permanent mit 11 kW, sondern vielleicht das Ganze individuell anzupassen. Welche Vorteile bringt diese Funktion? Eigentlich nur, wenn wir eine Photovoltaikanlage haben, welche auch Strom entsprechend produziert. Das heißt, mit einer intelligenten Funktion, diese nennt sich Überschussbeladung, ist es jetzt möglich, nur mit genau so viel Strom unser E-Auto zu laden, wie wir auch gerade überschüssig produzieren. Das heißt, als allererstes wird natürlich weiterhin unser Hausverbrauch gedeckt und der Strom, der jetzt noch zu viel vom Dach kommt, würde in unser E-Auto fließen. Diese Überschussladefunktion sorgt selbstverständlich dafür, dass wir etwas langsamer unser E-Auto beladen, aber dafür komplett kostenlos. Eine weitere Funktion, die auf jeden Fall damit einhergeht und vor allen Dingen durch ein Energiemanagement, meistens von einer Photovoltaikanlage entsteht, ist die Kombination mit dynamischen Stromtarifen. Dazu haben wir auf jeden Fall schon mal ein Video gemacht, wenn euch das näher interessiert. Aber hier geht es vor allen Dingen darum, dass es Stromtarife ab dem Jahr 2025 gibt, die ständig schwanken. Das heißt, wir haben mal extrem günstige, aber auch extrem teure Strompreise. Und jetzt würde es natürlich dann Sinn machen, gerade Strom in unser E-Auto zu beladen, wenn der Strom auch möglichst günstig ist. Und das ist dann auch mit solchen Funktionen möglich, wenn ihr speziell auf ein Energiemanagement mit eurer Photovoltaikanlage achtet und eine dazu kompatible Wallbox auswählt. Eine weitere Funktion für die Zukunft ist auf jeden Fall der Punkt bidirektionales Laden. Das Ganze beschreibt im Endeffekt nicht nur das Aufladen unseres E-Autos, sondern auch das Entladen. Das heißt, wir können in zwei Richtungen unser E-Auto nutzen. Einmal als Zwischenspeicher und einmal als Auflademöglichkeit. Und warum sollte man das Ganze machen? Unser E-Auto hat in der Regel eine deutlich größere Batterie als die meisten Stromspeicher für Photovoltaikanlagen. Und diesen habt ihr ja schon gekauft. Dementsprechend haben wir jetzt einfach 50, 60 oder mehr Kilowattstunden zusätzlich als verfügbare, nutzbare Kapazität.
Um diese jetzt entsprechend sinnvoll nutzen zu können, brauchen wir also eine Wallbox, welche diese Funktion gemeistert hat. Das Ganze ist aktuell noch nicht so marktreif. Es gibt schon die ersten Varianten, die sind aber momentan noch sehr teuer. Und vor allen Dingen einen Nachteil gibt es, und zwar, das ist die Schnittstelle zwischen den E-Auto-Herstellern und der Wallbox. Hier müsst ihr vor allem drauf achten. Und in den meisten Fällen geht aktuell die Garantie verloren, wenn ihr diese Funktion nutzen wollt. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den ich achten würde, vor allen Dingen in den nächsten Jahren, und sowas vielleicht gleich mit zu berücksichtigen in der Anlagenplanung. Worauf solltest du jetzt also speziell achten bei der richtigen Auswahl deiner Wallbox? Und das ist vor allen Dingen damit einhergehend, welche Photovoltaikanlage du dir anschaffen möchtest. Das heißt, manche Wallbox-Hersteller funktionieren mit entsprechenden Energiemanagementsystemen von deiner Photovoltaikanlage. Häufig ist es auch so, dass der entsprechende Wechselrichter direkt mit einem Wallbox-Hersteller kompatibel ist. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Hier ist zum Beispiel die Fronius Wallbox und diese ist selbstverständlich mit dem Fronius Wechselrichter kompatibel und kann man hier entsprechend super integrieren. Diese Integration sorgt dann dafür, dass wir dieses Überschussladen nutzen können, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Damit wird es jetzt möglich, unser E-Auto vollends kostenlos zu laden mit überschüssigem Strom und somit eigentlich gefühlt kostenlos von A nach B zu kommen. In meinen Augen eigentlich mit das Beste, wofür wir unseren Photovoltaikstrom nutzen können. Ansonsten sollten wir auf jeden Fall in weiser Voraussicht vielleicht die Anlagenplanung mit berücksichtigen, dass wir irgendwann auch mal unser E-Auto als zusätzlichen Speicher nutzen können und dementsprechend hier etwas mehr Produktion brauchen, um vor allen Dingen auch diese E-Auto-Batterie immer voll zu bekommen. So, wenn dich jetzt interessiert, welche Wallbox zu deiner Photovoltaikanlage passt oder ob du vielleicht sogar beides gerade am Plan bist, dann lass uns gerne eine Nachricht da und wir beraten dich entsprechend individuell. Dafür einfach in den ersten Link in der Beschreibung klicken und dich einmal registrieren. Ansonsten kannst du natürlich auch in unserem Online-Shop ganz normal eine Wallbox bestellen und dir den selber installieren. Kein Problem. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und lass gerne einen Kommentar da, was wir als nächstes abdrehen sollen.